Heut Nacht, der Himmel ist so klar. Heut Nacht. Luna und ihre Tochter Safira. Im Familienwohnzimmer proben die beiden für ihren großen Auftritt im Musical Cinderella. Die 12-Jährige eifert ihrer Mutter nach und besucht eine Musicalschule. Dabei weiß sie genau, wie hart es ist, im Showgeschäft zu bestehen. Die Welt ist vielleicht verlockend mit viel Glitzer und Spotlight, aber die Welt zu Hause, die ist normal. Und die haben wir auch immer eigentlich normal gemacht. Ja. Ich sehe kaum so frisiert aus, wirklich so mit Schminke und so. Da bin ich wirklich in Jogginghose. Und ja, da hat sie, glaube ich, wohl gesehen, das ist ein anderes Leben. Aber das normale Leben ist eigentlich das echte Leben, oder? Ja. Ende der 90er landet Luna mit Bailando ihren größten Hit, erhält in Deutschland 2 Echos. Auch Jahre später ist ihr größter Erfolg lange nicht vergessen. Bei jedem Auftritt ist der Titel im Programm, wie hier bei einem Stadtfest 2014 in Neubrandenburg. Bailando ist Kult. Und es ist ein Erbgut, die ich wirklich sehr schütze. Ich beschütze das Ganze. Und ich finde es toll. Bailando ist ein Teil meines Lebens. Mittlerweile geht es Marie-José van der Kolk, so ihr bürgerlicher Name, gemächlicher an. Sie wohnt mit ihrem Mann Mark und Safira im holländischen Zandvoort. Die 43-Jährige tritt zwar immer noch als Luna auf, doch nicht um jeden Preis. Die Familie ist ihr wichtiger. Ich habe sehr oft, dass ich nach meinem Auftritt in der Nacht um 4 Uhr nachts, egal ob es noch 400 oder 500 Kilometer sind, aber dann fahre ich nach Hause, egal ob es dann 7, 8 Uhr morgens ist, dass ich nach Hause komme. Aber dafür habe ich dann den Sonntag. Ich mache das sehr oft. Es ist aber auf Dauer, es geht ein bisschen in die Knochen, aber ich finde das sehr wichtig. Und Luna orientiert sich künstlerisch langsam um. Zurzeit steht sie als gute Fee Yolanda im Cinderella-Musical auf der Bühne, wird noch bis Ende März auf Tournee sein. Neben einer guten Show möchte Luna mit diesem Märchen auch Werte vermitteln, die ihr wichtig sind. Positiv denken, gut sein zueinander. Ich stehe dafür. Ich bin wirklich immer am Kämpfen, dass ich denke, ein Lächeln. Wenn ich im Supermarkt abrechne, dann gucke ich den Verkäufer an und Dankeschön. Und das klingt übertrieben. Aber ich glaube, wir haben das ein bisschen verloren. Und wir brauchen ein bisschen heile Welt, glaube ich, zurzeit. So. Und Cinderella ist echt heile Welt. Die heile Welt lebt Luna auch mit ihren Liebsten. Die Tournee ist so getimt, dass genügend Pausen bleiben, um mit Familie und Pudelhündin Nala am Strand von Zandvoort an der rauen Nordsee herumzutollen. Ich finde es wunderschön. Hier unsere Meeresküste ist wild, ist rough. Und das ist natürlich mit dem Wetter, manchmal wünscht man sich mehr Sonne. Aber mit dem Hund jetzt ist es ganz toll. Und man kann die Seele mal ein bisschen baumeln lassen und einfach hier ein bisschen genießen. Doch das Singen und Tanzen steckt dieser Familie offensichtlich im Blut, sodass selbst in der freien Zeit am Strand immer weiter geübt wird.